Zeit gegrüßt, Monsthunter, Freunde. Gestern kam ja über Game Informer wieder pünktlich zwischen 18 und 19 Uhr ein neues Video raus über Monsthunter Iceborne. Es ging diesmal um 79 Fragen, die hier beantwortet wurden. Dabei war das ein bisschen humorvoll, das heißt, die meisten Fragen wurden eigentlich nicht ernst beantwortet, aber es gab dennoch einige Aussagen, denen man durchaus Glauben schenken konnte. Und ich habe mir hier 4 Punkte ausgesucht, die für mich die größte Bedeutung hatten, der Reihe nach sortiert. Und zwar ist der erste Punkt, der für die ganzen alten Veteranen nichts Neues sein wird, aber vielleicht für alle Neueinsteiger, dass Iceborne die letzte Erweiterung für das Spiel ist. Das heißt, wir haben sozusagen nur eine, in die alten Teile kennen wir das ja durch der Ultimate-Version, wir haben immer das Basisspiel gehabt und dazu noch eine Ultimate-Version mit dem G-Rank und in die alten Teile und so blieb das bis jetzt immer auch einer. Und ich persönlich habe aber gedacht, dass noch mehrere Add-ons kommen, da das nicht hieß Monster Hunter World Ultimate, sondern Monster Hunter World Iceborne. Da habe ich mir gedacht, ja, es könnte ja noch sowas wie Fireborn oder Thunderborn oder sowas kommen. Aber da lag ich komischerweise falsch, denn die haben einfach das so aus Fun Iceborne genannt. Ja. Aber sollte mich jetzt nicht groß stören, denn ich denke, in 3-4 Jahren wird dann auf jeden Fall ein komplett neues Monster Hunter rauskommen. Oder vielleicht auch schon in 2 Jahren, das werden wir dann sehen. Wie gesagt, erstmal die letzte Erweiterung soweit, aber das wird dann dennoch ein halbes Jahr noch reichlich mit Updates und Kollaborationen versorgt werden. Eine weitere Frage, wo ich sehr gut fand, da ist dieser Typ mit dem Bart, ich komme jetzt nicht auf den Namen, dass er diese Frage gestellt hat. Er hat gefragt, ob es neue Waffentypen gibt in Iceborne. Und die Entwickler haben gesagt, zurzeit noch nicht. Ne? Also sie haben sozusagen gesagt, dass in der Erweiterung keine neuen Waffenarten vorhanden sind. Aber es könnte sein, dass vielleicht dann im nächsten Monster Hunter, komplett neuen Monster Hunter, dann dennoch eine oder zwei, vielleicht sogar neue Waffentypen dazukommen, was ich ziemlich cool finde, aber was noch Spekulation ist. Der dritte und vierte Punkt ist eigentlich relativ unspektakulär, aber ich finde trotzdem ganz cool. Und zwar haben wir immer einen eigenen Raum, den wir ein bisschen einrichten konnten. Der wurde jetzt umfangreich erweitert und wir haben jetzt auch viele neue Möglichkeiten, den zu gestalten und verschönern. Ich hoffe einfach mal, dass der jetzt ein bisschen zugänglicher ist und dass der lange Ladebildschirm nicht mehr ist. Sonst wird es sich nicht wirklich lohnen. Ja, und der vierte Punkt ist, dass die Hälfte der Story in der Ice Map stattfindet, welche eigentlich auch ziemlich groß ist. Und der Rest dann über die anderen Karten verteilt. Und dann muss man noch sagen, dass die Aurora-Feile das einzige neue Gebiet ist in Iceborne, aber es soll ungefähr 3-mal so groß wie eine normale Map sein. Das war's soweit mit meinen Neuigkeiten und wir sehen uns auf jeden Fall wieder beim nächsten Video in kürzester Zeit.